regst du dich auch auf, dass du manchmal Sachen vergisst oder dass du unkonzentriert bist, dann ist vielleicht Zeit für ein Hirndoping. Ich meine, was können sich Talkmaster nehmen, Fakten und Zusammenhänge merken? Wie machen die das? Jetzt endlich hat eine ihr Geheimnis gelüftet. Oprah Winfrey hat gestanden, sie nehme einen Brain Booster. Also schauen wir doch einmal das Produkt ein bisschen genauer an. Wobei alles, was ich zu dem Produkt, das Oprah Winfrey nimmt, sage, das trifft auch auf die anderen ähnlichen Produkte zu. Sie sind im Moment ziemlich in, ziemlich populär und sie versprechen einiges. Sie sollen Intelligenz steigern, Produktivität, Konzentrationsfähigkeit und Hirngeschwindigkeit. Und sie sollen dem Hirn enorme Energie verleihen. Aber was steckt genau in einem Brain Booster? Also da wäre mal Spacopa monieri. Das ist ein Extrakt aus einem kleinen unscheinbaren Blümchen aus einem kleinen Fettblatt. In diesem Extrakt hat es verschiedene medizinisch wirksame Substanzen, zum Beispiel Flavonoid. So Flavonoid hat es übrigens auch im Apfel und im Tee. Die zeigen im Laborversuch gewisse antioxidative Wirkungen und auch antikarzinogene Wirkungen. Am Menschen nachgewiesen sind die Wirkungen aber noch nicht. Außerdem hat sie dem Brain Booster gemäss dem Hersteller natürliches Vinpozetin. Das ist geschummelt. Weil Vinpozetin ist ein halbsynthetischer Abkömmling von einem natürlichen Stoff, der es im Kleinen immer grün hat. Der Stoff, der tut Gefäße im Hirn erweitern. Es ist auch schon als mögliches Medikament bei Demenzerkrankungen erprobt worden. Aber in der Schweiz hat es als Medikament noch keine Zulassung. Dann nehmen wir noch Ginkgo biloba. Das ist ein Stoff, der in der fernöstlichen Medizin seit Jahrtausenden verwendet wird und zum Beispiel soll jung halten. Oder dann das Acetyl-L-Carnitin. Das ist ein Stoff, der die Energieversorgung im Hirn soll verbessern soll. In so Brain Booster sind also allerhand Substanzen drin, denen man eine gewisse Wirkung zuschreibt, sie aber die Wirkung noch nicht wirklich am Mensch haben können beweisen. Interessant ist aber, dass die Brain Booster uns gewisse Paradoxien von unserer Gesellschaft vor Augen führen. Erstens, es ist nicht ganz klar, was es in diesen Pillen hat und wie sie wirken und ob sie überhaupt wirken. Trotzdem schlucken es die Leute bedenkenlos. Hingegen, bei einem Medikament, nehmen wir zum Beispiel Ritalin, auch das wirkt aufs Hirn. Bei so einem Medikament, wo die molekulare Struktur genau klar ist und der Mechanismus bis ins kleinste Detail, dort sind die Leute skeptisch. Zweitens, 30 so Tabletten kosten $50. Wenn wir das aufs Jahr umrechnen, sind das $600. Der gleiche Betrag finden viele Leute zum Beispiel für Krankenkassenprämien oder ein Zeitungsabonnement eine Unverschämtheit. Drittens, wenn die Pharma Gewinn macht, dann wird das als Geldmacherei verurteilt. Zum Vergleich, von dem Produkt, das Oprah Winfrey nimmt, sind weltweit jetzt 13 Millionen Einheiten verkauft worden. Das sind $650 Millionen. Wenn man das auf alle anderen ähnlichen Produkte hochrechnet und weltweit nimmt, ist das ein Milliardenwert. Aber eben, die Pharma will ja nur unser Geld und die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, die wollen unser Bestes. Also auch unser Geld.